Ja, herzlich willkommen zurück. Geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer erneuten Ausgabe der Gothic 2 Mod, das Korsarennest. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Schiff und müssen theoretisch noch das Buch des Klabautermanns finden, beziehungsweise das Training-Einhandbuch des Klabautermanns, was der Klabautermann versteckt hat. Und ich habe mich nochmal jetzt informiert, zwischenzeitlich, und habe nochmal jemanden gefragt, von dem ich, oder Leute gefragt, von denen ich wusste, dass sie es durchgespielt haben, die Mod, und jemand hat mir bestätigt, dass sich hier auf dem Schiff definitiv befindet. Weil ich muss ehrlich sein, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel gehabt und habe da so ein bisschen, ist das sicher so oder ist das nur graue Theorie? Und es ist tatsächlich hier. Und ja, ich habe jetzt nochmal ein bisschen gesucht und habe es aber trotzdem partout nicht gefunden. Ja, so. Und meine Vermutung, dass das hier auf so einer Reling oder Takelage oder Befestigung... Kann man, also wenn man es will, kann man doch nicht schaffen so, oder? Das gibt's doch nicht. Unglaublich, ey. Hätte ich das gewollt, wäre mir das nie gelungen. Und ich habe es dann jetzt wie gesagt, ich habe jetzt nochmal 20 Minuten intensiv gesucht, habe es nicht gefunden und im Endeffekt ist es aber so, dass es hier liegt. Es ist schon gut versteckt, muss man einfach sagen, es ist gut versteckt. Ich bin froh, dass wir es jetzt haben und dass ich das jetzt dem Harry gebe. Weil ganz ehrlich, ihr wollt das nicht nochmal sehen, wie ich mich hier 20 Minuten nochmal tot suche. Das ist einfach langweilig zum Zusehen und auch für mich zum Spielen. So, wo ist denn jetzt dieser Harry nochmal? Der ist hier nicht. So, ich sollte vielleicht das Buch lesen, ne? Tja, dann müsste man in seine Schatzkammer kommen. Guck mal, 40% haben wir da jetzt. Warte mal. Langsam geht uns darum aus. Das ist ja... Hä, das Buch hat mir doch gar nichts gebracht. Das Buch hat mir doch jetzt absolut gar nichts gebracht. Ich habe da jetzt dieselben Werte wie vorher, oder? Jetzt habe ich 35. Jetzt nehme ich den Degen mal ab. Jetzt habe ich 30. Tja, dann müsste man in seine Schatzkammer kommen. Das ist nur gewollt, dass es nur 5% bringt. Okay. Echt nur so gewollt. Na gut. Na gut, dann ist es halt so. Aber 5% mehr oder nicht, ist ja schon ein Unterschied. Ja, ich habe Kommentare hier, 2 Stück am Start, von Xardas und Grumbi. Mal gleich drauf ein. Ich möchte nur ganz gerne erstmal dem Harry das Buch noch bringen. Da hinten ist er. So, ich mache noch mal ein bisschen lauter hier. Wegen den verschwundenen Gegenständen. Ja, ich habe das verschwundene Buch gefunden. Du hast das Buch? Sehr gut. Gib es mir. Hier. Keine Ahnung, wann wir wieder im See stehen. Ich habe nun alle Gegenstände gefunden, die der Klabautermann versteckt hatte. Ja, das hast du. Doch das wird uns nichts nützen. Der Klabautermann wird sich dafür andere Dinge nehmen. Keine Sorge. Ich werde dem Spuk ein Ende bereiten. Lass die Finger davon. Der Klabautermann wird sowieso schon verärgert sein, dass du alle Sachen wiedergefunden hast. Ich sagte dir doch bereits, dass ich den Kerl nicht fürchte. Sind eigentlich auch am Tag Gegenstände verschwunden? Nein, sondern stets in der Nacht. Und die Gegenstände müssen stets nach Mitternacht verschwunden sein. Wieso? Hast du denn so genau darauf geachtet? Nein, aber das weiß ja schließlich jedes Kind, dass Mitternacht die Stunde der Geister ist. Vorher wird der Klabautermann sich bestimmt nicht blicken lassen. Ach ja, bevor ich es vergesse, es ist jetzt noch eine silberne Schale verschwunden. Die habe ich gefunden. Ey! Die habe ich doch hier. Es wird höchste Zeit. Langsam geht uns darum aus. So eine kleine Hafenstadt wäre genau das Richtige. Ich habe jetzt alle Gegenstände gefunden von Harry und Harry, nun Harry zurückgegeben. Allerdings soll ich jetzt eine silberne Schale verschwunden sein. Am besten werde ich den Klabautermann ein... Irgendwann muss der Klabautermann einen Fehler machen. Ich sollte am besten alles an Bord durchsuchen. Auch verschlossene Truhen. Zumindest sollte ich mich nachts auf die Lauer legen. Oh Gott, wie löse ich das denn jetzt? Wann werden wir wieder auf Kapazab gehen? Soll ich das denn jetzt lösen? Ich habe doch schon dazu einen Tagebucheintrag gehabt. Das ist jetzt doof. Warte mal, wie... Tja, wie mach ich denn das jetzt so? Ich schlafe jetzt mal bis Mitternacht.
Ein Auge ist ja der Dieb, bekanntermaßen. Tja, wie löse ich das denn jetzt? Oh, ich muss das leiser machen. Es ist so laut, dieses Meeresrauschen. Xardas hat geschrieben, kannst du den Spielesound ein bisschen hochdrehen und dein Mikrofonpegel ein bisschen runter? Das kann ich in dem Sinne nicht, da ich ja, mein Mikrofon-Setup gerne so auch in den anderen Projekten beibehalten möchte und auf diese Art und Weise eine gleichbleibende Qualität behalten möchte. Das Problem hier an der Mod ist einfach, dass das Meeresrauschen so unfassbar laut ist und ich das nicht von den Sprachfiles trennen kann. Das heißt, man hat damals bei der Produktion der Mod hier sich nicht nochmal die Zeit genommen, das ganze Ding abzumischen, sondern man hat einfach, also die ganzen Sprachfiles abzumischen, sondern man hat halt ganz einfach dann hat er ganz einfach alles zusammengeworfen und dann, ja, zugemacht, quasi. Und das ist halt das Problem, dass ich deshalb nicht dieses Meeresrauschen, was so super laut ist, von den Sprachfiles, die teilweise super leise sind, auseinanderklamüsern kann. Das ist halt das Problem. Und dementsprechend... Tut mir leid, aber da kann ich halt nicht so viel machen, außer manuell im Spiel halt immer hoch und runter drehen. Und, ja, ich bitte, dass du das verstehst. Dass du das, also nicht, vielleicht nicht verstehst, aber dass du es halt akzeptierst. Ja. Und Grumbi hatte noch geschrieben, Ninja ist eine Mod. Achso, übrigens zu den Mods. Ich habe jetzt alle Mods wieder reingeballert, die ich vorher auch drin hatte. Habe jetzt noch nicht geguckt, ob es das Problem jetzt mittlerweile sich von alleine wieder gelöst hat mit diesen Gesichtsbugs. Ich muss da mal auf der Insel gucken. Später. Ah, schleichen kann ich eh nicht. Okay. Krumi hatte geschrieben, Ninja ist eine Mod, damit Mods mit Mods quasi interagieren können. Früher, als es Ninja noch nicht gab, hättest du Quicklu zum Beispiel nur als eigenständige Mod. Dann würden wir auch hören, herzlich willkommen, geil, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer zur Quickloot-Mod. Das finde ich sehr interessant, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Ninja eigentlich bloß eine freie Zielen-Mod ist von Mudfreak. Der Mudfreak auf Spine. Oh, so laut, ne? Ist so unfassbar laut, dieses Meeresrauschen. Von daher war ich sehr verwirrt, als ich das gelesen habe, weil das habe ich noch nie gehört. Dass Ninja eine Mod wäre, der mit anderen Mods miteinander interagieren können. Das wäre auch strange, weil ich habe Ninja noch nie verwendet. Und trotzdem habe ich immer irgendwelche Texturen-Mods oder Grafik-Mods oder Erweiterungs-Mods oder was weiß ich nicht alles. Die konnte ich auch so immer zusammenschmeißen ohne Ninja. Dementsprechend... Hat mich das sehr verwirrt, Grumbi. Hat mich wirklich sehr verwirrt, diese Aussage. Aber gut, wie spät haben wir es denn jetzt? 0.46 Uhr. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das hier lösen soll. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, bis der Einauge aufwacht und an irgendeine Kiste geht oder irgendwo auf ein Schiff rumläuft oder was auch immer. Ich den dann auf frischer Tat ertappe, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass ich mir die Quest jetzt hier kaputt gemacht habe, weil ich diese Schale schon vorher geborgen habe. Wäre extrem schlecht. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil da hätten die Entwickler dran denken müssen, dass man das schon vorher findet. Wäre vorausschauendes Programmieren gewesen. Ich denke mal, der wird um 1 aufstehen. Hoffe ich. Ja, ich wusste es. Also ich wusste es nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal kalkuliert. Wo geht der jetzt hin, Alter? Ach so, haben auch zwei, drei Leute geschrieben wegen diesem Quicksafen. Die Sache ist, ich nehme extra nicht so ein Quicksafe-Ding, weil ich immer zwei Saves anlegen möchte. Na, ich lege hier immer zwei Saves an, also ein Hauptsafe, der obere, und einen Backup-Safe noch. Denn ich hatte schon oft genug gehabt bei die Rückkehr oder so,
dass einer der beiden Saves dann kaputt war und ich den nicht mehr reinladen konnte und das Spiel immer abgestürzt ist. Und dann bin ich immer froh, wenn ich halt noch so einen zweiten Save hab. So, ich kann übrigens nicht die Helligkeit hochstellen, weil ich nicht mit Renderer spiele, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was erkennen. Sonst macht einfach das Licht aus oder viele gucken ja auch auf dem Smartphone. Dann sollte es trotzdem ein bisschen was erkennbar sein. Ebenhaft wenigstens. Das ist jetzt auch für die Atmosphäre gut. Was machst du denn da rein, Auge? Verdammt! Jones, was machst du hier? Ich hatte zuerst gefragt. Du störst. Mach, dass du wegkommst. Tja, kann mir gut vorstellen, dass du keine Zeugen brauchst. Wie meinst du das? Du bist der Klabautermann? Ich, der Klabautermann? Wie kommst du denn auf den Schwachsinn? Das ist kein Schwachsinn. Ich habe Beweise. Beweise? Was für Beweise? Ich habe die verschwundene... Stopp, ich mach mal hier Schluss. Ich mach den Dialog nochmal von vorne. Ich hab's nämlich wieder viel zu leise gehabt jetzt alles. Also. Ja. Meiner an sich finde ich die raue See ja ganz schön, ne? Aber... Warte mal. Oh oh, oh oh, das war ein Fehler. Ich spreche ihn nicht an, bis der nicht da in seiner Kajüte da ist. Ich nutze die Gunst der Stunde und trinke sogleich etwas. Okay. Oh Gott sei Dank. Also, wir können ihm das vorhalten mit dieser Schüssel. Oder mit dieser Schale. Dann ist also alles klar. Was machst du denn da rein, Auge? Verdammt! Jones, was machst du hier? Ich hatte zuerst gefragt. Du störst. Mach, dass du wegkommst. Tja, kann mir gut vorstellen, dass du keine Zeugen brauchst. Wie meinst du das? Du bist der Klabautermann? Ich, der Klabautermann? Wie kommst du denn auf den Schwachsinn? Das ist kein Schwachsinn. Ich habe Beweise. Beweise? Was für Beweise? Ich habe die verschwundene silberne Schale in deiner Seemannstruhe gefunden. Du mieser Schnüffler. Das sollst du mir büßen. Mach keinen Unsinn. Ein Laut von mir und das ganze Schiff wird wach. Verdammt. Und was willst du jetzt tun? Mich verpfeifen? Das kommt ganz darauf an, wie du dich verhältst. Aber zunächst einmal steck die Waffe weg. Erst dann rede ich mit dir weiter. Na schön. So, und jetzt pack aus. Was sollte der ganze Spuk? Nun gut, Jones, ich packe aus. Aber nur, wenn du mich nicht verpfeifen wirst. Erzähle erstmal. Erst danach entscheide ich, was ich tun werde. Also, was sollte das Ganze? Nun, ich war auf Harrys silberne Schale scharf. Die hätte ich bei Haifisch Joe gut verscherbeln können. Ich bin nämlich momentan etwas knapp, da ich meinen Beuteanteil gegen Harry beim Würfeln verloren habe. So, so. Aber warum dann dieser Klabautermann Unsinn? Warum hast du denn erst verschiedene andere Dinge verschwinden lassen? Du hättest doch die Schale sofort mitgehen lassen können. Wofür also dieser ganze Aufwand? Hey Mann! Wenn ich die Schale sofort geklaut hätte, wäre doch Harry ziemlich schnell darauf gekommen, dass ich der Dieb bin. Deshalb habe ich eben diese Klabautermann-Nummer abgezogen. Jeder weiß doch, wie abergläubisch unser Steuermann ist. Durch meinen Spuk konnte ich den Verdacht prima von mir ablenken. Tja, das ist der Plan. Das war der Plan. Ab sofort hört dieser Klabautermann Unsinn auf. Klar, ich werde dich dann auch nicht mehr bei Harry verpfeifen. Also, wie sieht es aus? Jetzt ist es ja eh herausgekommen. Na schön, abgemacht. Der Klabautermann wird ab heute nicht mehr in Aktion treten. Okay. Da kann ich Harry jetzt seine dumme Schale zurückgeben und hoffentlich sein Vertrauen gewinnen. Dann haben wir das Ganze auch gelöst. Bei Nacht sieht es aber auch sehr cool aus, muss ich sagen.
Der liegt sogar direkt hier neben seiner... Okay. Hey, du. Neben der Kiste. Ich habe den Spuk beendet. Hä? Wie meinst du das? Das heißt, dass der Klabautermann nicht mehr sein Unwissen treiben wird. So? Das musst du mir aber jetzt genauer erklären. Ich bin deinem Klabautermann begegnet und... Wie? Du bist dem Klabautermann begegnet und lebst noch? Wie du siehst, ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und... Was? Du hast dich auch noch mit ihm unterhalten? Ja, und ich konnte ihn dazu überreden, dass er dieses Schiff verlassen wird. Hm, und das soll ich dir jetzt glauben? Natürlich. Und wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du das ja gerne überprüfen. Wenn in den nächsten Nächten nichts mehr verschwinden sollte, wirst du sehen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Na, da bin ich aber gespannt. Will er denn nicht seine komische Schale haben? Kann ich dem nicht die Schale geben? Hey du! Wegen den verschwundenen Gegenständen. Ja? Komm, ich geb's ihm wieder. Ich habe noch deine silberne Schale gefunden. Was? Du hast meine silberne Schale? Was? Das gibt es doch nicht. Zeig her. Hier. Er ist völlig vom aus dem Häuschen, ey. Ich muss sagen, dass ich jetzt ziemlich beeindruckt bin. Du hättest die Schale ebenso gut behalten können. Immerhin ist sie nicht ganz wertlos. Respekt, Jones. Dir kann man wirklich vertrauen. Du bist ein ehrlicher Bursche. Leg dich doch nicht immer hin. Ich bin doch noch nicht fertig mit dir, Mann. Hey, du. Na, Harry? Alles klar? Alles klar, Jones. Ich hoffe nur, dass der Klabautermann nicht mehr zurückkehren und er es dann hier toller wie zuvor treiben wird. Ach so, das war's jetzt schon. Okay, gut. Ja, pass auf, dann hauen wir uns auch mal hier aufs Ohr. Dann, haben wir die ganze Sache geklärt jetzt. Und wir können wieder zurückkehren. Eventuell würde ich jetzt nochmal mit Jerome sprechen. Habe ich eigentlich Lernpunkte? Nee. Eventuell werde ich jetzt nochmal mit Jerome sprechen und versuchen herauszufinden, wer von der Crew jetzt auf meiner Seite ist und wer nicht. Und dann sollte ich versuchen, irgendwie mit dem Kapitän in Kontakt zu treten. Deinen Schlüssel klauen, eventuell drüben der Insel nochmal einen Besuch abstatten. Da ist ja noch so ein Panther und so Fangheuschrecken, die ziemlich stark waren. Eventuell kann ich die mittlerweile besiegen. Oh, hier sind Alligatoren gespawnt. Das ist ja witzig. Kann ich doch gleich mal mitnehmen. Ich glaube, mehr als einer an Kämpfer ist nicht drin. Ich denke mal, das wird hier das Maximum sein, was man lernen kann. Was jetzt halt noch die... Oh, guck mal, ich habe ein Wolfsmesser gefunden. Messer ist gut. Oh, das sieht sogar ganz geil aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist durch diese Variante 2 Grafik-Patch Liver, dass ich noch... welche ich noch drin habe. Ich glaube... Ah, es ist großflächig drin. Mal gucken, ob ich die 20 Bananen mir reindrücke, ob ich dann nochmal einen Stärkepunkt kriege. Naja. Mal sehen. Gab's gerade irgendwie einen Soundbug. Der ist mir jetzt gerade aufgefallen. Jetzt ist Ruhe. Okay. Es wird höchste Zeit. Langsam guckt uns da rum aus. Ahaha, guck mal. Er hängt nicht mehr in seiner Bude. Scheiße! Ah, nee. Wo kamst du denn jetzt her? Kam der gerade runter? Der kam runter gerade. Man erzählt sich ja so einiges. Oh, Mann! Mist! Das heißt, ich habe nur morgens ein kurzes Zeitfenster, um seine Truhe zu knacken. Tja, wann müsste man in seine Schatzkammer kommen? Meine Meinung kennst du ja schon. Versuch das mal. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Schleichen kann ich ja nicht.
Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh nein, bitte nicht runterfallen. Oh, jetzt habe ich den Tacker gehauen. Ein ist viel weniger. Ach, das ist... Ah, hier pennt ja auch noch Haifisch, Joe. Wäre das jetzt dreist, wenn ich es versuchen würde? Du hast nichts gesehen, Tucker. Als ob das geklappt hat, Mann. Als ob das geklappt hat. Okay, geil. Wir haben jetzt ein Lehrbuch übers Anschleichen gefunden. Ja, das heißt, wir können jetzt schleichen. Sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch gebrauchen. Auf jeden Fall wahrscheinlich. könnten wir noch gebrauchen. Oh nein, verdammt, was ist los? Bist du denn jetzt von mir? Was will der denn jetzt? Wisst, wo ist denn Jerome? Noch zu früh. Warum auch immer der Sam mich jetzt angreifen wollte. Will irgendwas von mir. Gucken, vielleicht kann ich ihn besiegen. Ja, das sollte ich schaffen. Dann kriege ich seinen Säbel, das wäre ganz geil. Ah, nee. Ach, scheiße. Ah, das lief jetzt alles nicht so optimopti. Mist. Ah, woran lag das denn jetzt? Boah, warum hat er mich denn jetzt angegriffen? Das ist jetzt die große Frage. Mist. Weil ich in dem Bett geschlafen habe vielleicht? Möglich wär's. Möglich wäre es. Naja. Ich hau mich jetzt nochmal aufs Ohr. Ich schlafe bis nachts. Dann gehe ich da nochmal rein. Plündere die Kiste. Und dann mache ich einen Abgang. Mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Ja, tut mir leid, wenn es jetzt vielleicht wieder ein bisschen dunkler ist. Aber das ist jetzt einfach gerade nötig, dass ich es nochmal mitten in der Nacht probiere. Also, ich weiß nicht, also auf das Schleichen gerade haben die ja auch gar nicht reagiert, ne? In der Bude. Weder der Joe noch der Mendoza. Ja, das jetzt gerade beide überhaupt nicht interessiert, dass ich geschlichen bin. Dass ich nicht geschlichen bin, Entschuldigung, so rum. Das war's mit dir, Mistvieh. Tucker steht nachts einfach vor dem seinen... Vor dieser Hütte. Soll, glaube ich, nicht so sein. Schade, ich hätte jetzt irgendwie darauf gepokert oder gehofft, dass da ein Schlüssel für die Schatzkammer drin ist. Was leider nicht der Fall ist. Na gut. Wenigstens kann ich jetzt schleichen und ich habe noch mal ein bisschen Geld abgegriffen. Ich meine, das soll mir jetzt im Endeffekt auch recht sein. Aber wie komme ich in diese Schatzkammer? Wie komme ich in die Schatzkammer? Auch mit den richtigen Schlüssel. Dann könnte ich versuchen, von Captain per Taschendiebstahl abzunehmen. Aber dafür habe ich, glaube ich, nicht genug Geschick. 44 lediglich. Ich glaube, ich bräuchte mehr. So, wir schlafen jetzt mal bis mittags.
glaube, das Spiel ist abgestürzt. Passiert nichts mehr. Wir machen? Ja, aber der Jones bewegt sich. Nichts mehr machen. B geht noch. Arvin Mode? Das war jetzt strange. Ich dachte kurz, meine Tastatur ist kaputt gegangen. Aber gut. Dann gehen wir mal zu Jerome und fragen mal, wie jetzt mein Ansehen in der Crew ist und ob es jetzt Sinn macht, mich mit Mendoza irgendwie einzulassen. Ach guck mal, die haben jetzt auch alle nicht mehr ihre Gesichtsfehler, warum auch immer. Die sind jetzt wieder in Ordnung. Ja, keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Letzte Folge. Ich hinterfrag's besser nicht. Bin froh, dass es wieder geht. Dass es wieder in Ordnung ist, einiger. Eigentlich. Nee, da passiert absolut gar nichts. Ja, was mache. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Sam immer noch sauer auf mich ist. Ich hab so einiges gehört. Ah ja, okay. Das hätte ich dir vorher sagen können. So, Jerome, dann gib mir mal bitte ein kurzes Status-Update. Hey du! Wie ist mein Ruf bei den Korsaren? Dein Ruf? Nun mal überlegen. Harry meint plötzlich, dass du ein ganz brauchbarer Bursche bist. Naja, ich denke mal, Jones, wir wissen beide warum. Humphrey sagt, dass so ein Bursche wie du unbedingt in unsere Crew muss. Den hast du überzeugt. Frage mich nur, wie du das geschafft hast. Bert hält dich für einen fähigen Burschen. Na, sein Vertrauen hättest du schon einmal. Brad hat mir erzählt, dass du ihm bei der Jagd geholfen hast, als es ihm so schlecht ging. Daher ist er dafür, dass du in die Crew aufgenommen wirst. Du hast dich erfolgreich gegen Snipe behauptet. Viele Korsaren haben jetzt richtig Respekt vor dir. Seltsam. Highfish Joe meint jetzt, dass du okay bist und in unsere Crew gehörst. Irgendwas musst du für ihn erledigt haben, sonst hätte er nie seine Meinung so krass geändert. Naja, soll mir egal sein. Du hast es geschafft. Die meisten vertrauen dir. Du hast den Männern bewiesen, dass du was drauf hast. Die Crew respektiert dich. Auch der Captain ist beeindruckt. Du kannst dich gleich bei ihm melden. Cool. Aber? Hast du vielleicht auch einen Job für mich? Einen Job? Warum? Um mich bei Mendoza zu empfehlen. Oder wäre eine Empfehlung von dir beim Captain nichts wert? Ich habe zwar mit dem Alten noch eine Rechnung offen, aber eine Empfehlung von mir dürfte eigentlich nicht schaden. Gut, dann mache ich halt irgendeine Kleinigkeit für dich. Und du sagst dem Captain, dass du mit mir zufrieden warst. So können wir es machen. Allerdings wirst du auch wirklich etwas tun müssen. Ich kann mir hier nicht irgendetwas ausdenken und dann den Alten anschwindeln. Mendoza ist ein gewiefter Hund, dem man nichts vormachen kann. Na schön, dann gib mir eine Aufgabe. Du könntest für mich heute Nacht die Strandwache übernehmen. Was sagst du dazu? Wie? Wache schieben? Damit soll ich mir Respekt verschaffen? Ich weiß nicht. Nun, es wäre ein Anfang. Bisher wurden ja du und deine Freunde vom Wachdienst ausgeschlossen. Alleine schon deshalb, weil ihr nicht zur Crew gehört. Das heißt, wenn ich die Wache übernehme, gehöre ich dann bereits zur Crew? So schnell geht das jetzt nicht, Jones. Aber wie gesagt, es wäre ein Anfang. In Ordnung. Ich übernehme deine Wache. Soll ich auch auf irgendetwas achten? Gut, dass du dies jetzt ansprichst. Auf meiner Wache sollte ich mir ganz besonders den Strandabschnitt gegenüber der Alligatoreninsel ansehen. Nachts sind da immer seltsame Geräusche zu hören. Soll sich richtig gruselig anhören, meinte der Captain. Na, ich denke, der Alte wollte mir nur Angst einjagen. Ich habe da schon einen Verdacht, wer diese Geräusche verursacht. Muss aber erst Gewissheit haben, bevor ich dies Mendoza melden kann. Ein Verdacht? Was für einen? Das werde ich dir erst nach deiner Nachtwache erzählen. Du musst mir erst bestätigen, ob ich mit meinem Verdacht richtig liege. Na gut, ich werde die Wache für dich übernehmen. Schön. Na dann, viel Erfolg. Meint er wohl, das ist wohl da unten die Alligatoreninsel. Strandwache. Ich soll schon um die nächste Strandwache übernehmen. Von Mitternacht am Strand der Insel an. Im Rechten sehen sollte vor allem der Strandabschnitt gegenüber von der Alligatoreninsel liegt, soll ich mir genauer ansehen. Nachts kommt von dort ständig seltsame Geräusche. Sobald ich weiß, was die Ursache dafür ist,
kann ich meine Nachtwache beenden und Jerome mitteilen, was ich herausgefunden habe. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt gesund, abonniert gerne den Kanal, folgt mir auf Twitch. Da gibt es immer wieder mal Gothic Mod Let's Plays live. Haut rein, macht's gut. Ciao.